Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Build. Heute möchte ich mal wieder eine Villa bauen, seit ich seit langer Zeit kein Let's Build mehr gemacht habe. Dachte mir so, jo, da fangst du jetzt mal wieder an. Ich habe hier jetzt auch schon so eine kleine Vorlage, was ich bauen möchte. Und dann werde ich gleich mal eine gelbe Villa bauen. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch gerne mal ein Like oder abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt wollen wir auch mal anfangen. Also, ich nehme hier mal gelben Ton. Gelb gebrannter Ton, jo. Und mach hier mit so ungefähr den Rahmen, wie das aussehen soll. So, damit hätten wir die Form des Hauses. Dann ist halt hier so das Haupthaus. Hier ist noch so Erweiterung, vielleicht Schlafräume. Und hier ist dann so die Terrasse. Und dann nehme ich mal roten Ton. Einfach hier, um anzuzeigen, wo die Fenster sind. So. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann mache ich hier noch ein... Oh, das ist kompliziert. Das ist ein Viererfenster. Nee, dann mache ich hier in der Mitte nur ein Zweierfenster. Hier hinten mache ich dann nicht so viele Fenster. Sieht doch mal interessant aus. So, und da ich auch noch irgendeinen Eingang brauche, werde ich hier das so machen. Und vorne mache ich das hier so und den so. Dann habe ich hier so ein Eingangstor halt. Also, dann werde ich mal dabei gehen und den, ja, die Wände hochziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. So, damit wäre ich dann auch fertig. Da sieht man ganz gut, hier habe ich jetzt halt nur fürs Erdgeschoss gemacht und hier sind dann die Aussparungen für die Fenster. Da müssen wir was überlegen, wie ich die schön mache. Aber hier ist dann ja die Tür, genau. Dann nehme ich mir mal Glasscheiben und mache hier überall Scheiben in die Fenster. Das kann jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Musik
Boom, fertig. So, jetzt kann man ganz gut sehen, wie das dann schon innen aussehen wird und wie man dann von vorne auch auf die Fassade schaut, weil hier ist echt, echt viel Fensterfront. So, dann werde ich mal dabei gehen und hier die Türen machen. Dafür nehme ich mal einfache Türen. Nämlich, oh, welche nehme ich denn mal? Ich nehme mal die Fichtenholztür. Dann nehme ich nochmal Treppen. So. So. Und das kompliziert. Nehme ich nochmal Fichtenholzbretter. Naja, ist okay. Wenn man hier noch ein Fenster reinmacht, dann ist gut. So. Und hier ist das Ganze nochmal schwieriger, weil ich hier eine drei breite Tür gesetzt habe. Aber dann mache ich das hier einfach so. So. Und das dann so. Nee, das sieht scheiße aus. Ah nee, Scheibenkleister. Ja, es sieht Scheibenkleister aus. So sagt man das. Ja, ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Fortsetzung wird folgen. Ich denke mal auch relativ früh. Ansonsten, ciao, macht's gut.